Ich begrüße Sie wieder einmal aus Budapest für eine weitere Portion Formel-1-Action. Historisch betrachtet scheint es ein gutes Rennen für erste Siege zu sein. Denn Button, Hill, Alonso und Heikki Kovalainen, Sie alle haben hier zum ersten Mal die oberste Stufe des Siegertreppchens betreten dürfen. Der Ungaroring besteht aus 14 Kurven. 6-mal geht es links und 8-mal rechts herum. Die Kurven sind insgesamt recht tückisch und die regnerischen Bedingungen heute sind auch nicht gerade hilfreich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir ein, wenn nicht gar zwei Safety-Car-Phasen im Rennen erleben werden. Und wie immer ist bei mir Stefan Römer. Jetzt würde ich gerne mit dir über Valtteri Bottas reden. Sie gehen mit einem komfortablen Punktepolster in dieses Rennen hinein. Für mich haben Sie schon jetzt eine Hand am Pokal. Es gibt garantiert schlechtere Positionen, von denen aus man starten kann. Aber es ist auch wichtig, dass Sie jetzt nicht selbstgefällig werden. Wenn du erst einmal anfängst, dich bereits als Sieger zu fühlen, obwohl theoretisch noch alles offen ist, machst du garantiert einen Fehler. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Valtteri Bottas startet von der Pole Position. Vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Leclerc, Albon, Lando Norris und Russell, Sainz, Gasly, Magnussen und Sebastian Vettel. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Ricciardo, Hamilton, Sergio Perez und Kvyat, Stroll, Giovinazzi, Kimi Räikkönen und Nicola Latifi. Schumacher, King, Ocon und Richards. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. So, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020, meine Teamkarriere. Ja, und wir sind mittendrin im Rennen. So, hier können wir ein bisschen hochstellen. Das funktioniert so meistens. Auf 8,11, da passt so vom Flügel her. So. Genau, Flügel, das können wir wechseln. Das passt so. Ja, von Platz 22 gehen wir ins Rennen. Haben wir gesehen, viele Fahrer mit Strafen in den Mund hinten. Zum Beispiel der erste war nur Con. Das ist ganz gut so. Vorne Tony Williams. Und da links da vorne steht unser Teamkollege. Gehen wir mal rein ins Rennen. Jetzt war es erstmal die Einführungsrunde hier. Dauert natürlich jetzt, bis alle wieder los sind. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on the full start. We don't want to bog down. So, 18 Runden stehen heute ja auf der Strecke. Mal gucken, wie es am Ende aussieht. So, kurz mal was einstellen. Ich brauche meine Fahrhilfen auf komplett, weil ich fahre ungern die Rennen mit der Traktion, wenn es regnet. Ja, schauen wir mal, wie weit es uns heute da vorne geht. Punkte wird wahrscheinlich schwierig werden. Aber, naja, mal gucken. Man kann ja mal ein bisschen träumen. Wobei, bei der Strecke wird schwierig. Nächste Woche ist Belgien und da wird es hoffentlich, da wird es wahrscheinlich auch regnen, weil Belgien ist auch so eine Strecke, das ist nämlich bekannt dafür. Ich hoffe natürlich, dass irgendwann nochmal sagen, egal in die Box und wir können dann ohne Probleme hier vorne an die Spitze fahren. Aber wie gesagt, alles ist möglich. Mal gucken. Mal gucken, was halt möglich ist. So, jetzt geht es in die geht in die Startaufstellung. So.
den innen, das ist nicht ganz so einfach. Die erste Kurve ist vor allen Dingen eine Rechtskurve, deswegen sage ich euch, wir stehen innen. Danach folgt eine links und danach folgt eine rechts. Aber jetzt schauen wir mal. Aber den Start gut packen. Besser als zumindest im letzten Rennen hier in Großbritannien. Ja, der Start ist schon mal Erfolg. Aber ich finde keine Lücke, da kannst du knicken. Ich wollte eigentlich auch schon den King versuchen da anzugreifen. Ja, bisschen nach vorne gekommen. Bis Mick bin ich jetzt gekommen. Bis 18. Vier Autos zumindest mal schon kassiert. Ja, der Angriff geht's. Jetzt kommen das Mick nehmen uns, das weiß ich. Dann lasse ich jetzt das mal ein bisschen verhungern. Auf den Positionen. Ja, da kannst du knicken, da kommst du nicht in die Lücke rein. So, hinter uns ist Latifi, der hat sich jetzt auch schon ein bisschen... Okay, das war sehr mutig gegen Giovinazzi. Da muss ich zurückziehen, weil sonst hätte es geknallt. Oder es hat gehabt eine Berührung mit Giovinazzi mal wieder, aber diesmal im Gegensatz zu Großbritannien ist diesmal auch der Flügel da dran. Also, wie gesagt, ein Renault schon mal hinter uns, dann haben wir mit... Ich habe vergessen, meinen Sprit hochzustellen, weil ich normalerweise immer 4 plus fahre. Also ja, muss man schon mal gucken. Ich gebe mal ein bisschen jetzt Gas und gehen jetzt erstmal direkt Richtung erste Runde. Oder erste Kurveende, 18. sind wir. Chance war vielleicht da auf Platz 17 zu gehen schon. Also vor uns ist Giovinazzi und dann der Räikkönen, der seine letzten Rennen diese Karriere fährt. Und ein bisschen Abstand kriegen wir jetzt auch nach hinten. Also wie gesagt, Latifi hat schon ein bisschen Abstand abreißen lassen müssen. Da ist das Mick und dann ist Ocon, der sich da auch schon den zweiten geknappt hat. Der sich da schon Jordan King gepackt hat. So, ich versuche natürlich jetzt ein bisschen ranzugehen an Giovinazzi. Der hält mich jetzt natürlich ein bisschen auf, klar. Aber wie gesagt, Ungarn ist so eine Strecke, da ist es so schwer zu überholen. Na, komme ich nicht rein. Vergiss es. Der Start war sehr, sehr wichtig, dass wir da auch relativ zügig so nach außen kamen, um halt die Möglichkeit zu haben, da vorbeizugehen. Aber jetzt eigentlich eben hinter dem Williams fest. Ja, hinter dem Alpha schon, hinter dem Alpha ist es der Weide. Runde 2, 18 Runden stehen wir heute an. Wieder viele Punkte wird es heute nicht geben. Nicht auf dieser Strecke. Nicht unter diesen Bedingungen. Aber wir kommen vorbeigehen. Hier mal weitere Bottas schnellste Rennrunde. Und wie gesagt, wir werden ziemlich aufgehalten hier. Vielleicht habe ich jetzt die Chance im Windschatten da voranzukommen an den Italiener vor mir. Ah, der zieht mir wieder ein bisschen weg. DRS brauchen wir gar nicht machen. So, jetzt Überraschung, das Effekt, leichte Berührung und jetzt habe ich ihn mal. Das war jetzt natürlich klar, dass ich den jetzt überraschen musste, um einfach diesen Überraschungsmoment nutzen musste, um einfach vorbeizukommen. Nächster Kollege ist Kimi Räikkönen. Der wird sich wahrscheinlich nicht so easy abkochen lassen wie der eben der Italiener hinter mir. Oder lässt Platz 16 wäre das dann momentan sind wir 17 der 45 gewonnen. Das könnte nach Fahrer des Tages riechen. Könnte. So, wie weit vor mir ist Lewis Hamilton, der auch schon ein bisschen was verloren hat. Der muss 2 Plätze verloren haben auf jeden Fall. Der ist nämlich irgendwo 12. jetzt. Naja, 12. so gewesen, doch, stimmt. Er war 2. und 10 Plätze Strafe. Ja, weil da auch viele Komponenten bei ihm getauscht wurden. Wir können natürlich jetzt schön Gas geben hier. Ein bisschen reinkommen ins Rennen, ein bisschen gucken, dass wir vielleicht die Möglichkeit haben. Valtteri Bottas momentan schnellste Rennrunde.
klar, der hat natürlich jetzt das Glück, dass er eine freie Runde hat und nicht um den Verkehr hat, weil momentan kommen wir relativ gut durch. Ja, Kimi wird sich nicht da abkochen lassen, definitiv nicht. 2,3. Aber mal schauen, wie gesagt, es kann auch alles sein. Das Rennen ist noch ein bisschen hin, vielleicht fahren sie auch noch mal irgendwann Mitte des Rennens an die Box, holen sich neue frische Inters. Es sind noch 14 Runden, es kann noch viel hier passieren. Nee. So, der Abstand wird immer größer jetzt zu unserem Verfolger. Die 2,3 Sekunden, die er mir eben angezeigt hat, Richtung Mick, sind nämlich jetzt auch schon auf Giovinazzi angewachsen. Dementsprechend komme ich auch gut durch. So, ich gehe mal wieder... Gott, ich gehe nicht auf... Dings, ich gehe nicht auf Fulbe, auf Mager. So, während Giovinazzi da ein bisschen den Verkehr auffällt, können wir hier ein bisschen dranbleiben. Wobei der Abstand 1,3 Sekunden beträgt. Aber das ist halt, wie gesagt, Ungarn. Es gibt eigentlich nur die Lage gerade, wo man halbwegs vernünftig überholen kann. Alles andere bringt nichts. Oder wie gesagt, man startet einfach im Berufsmanöver gegen Giovinazzi in Kurve 1. Na, jetzt komme ich ein bisschen rein ins Rennen. Oder die Zweikampf, weil ich mich jetzt ein bisschen an Kimi anhängen kann. Ah, kommt da. Bestzeit Sektor 3 war das sogar. Also wir waren schneller jetzt gerade als Bottas. Aber wie gesagt, das ist klar. Solange wir dahinter jetzt hängen, hinter dem Alpha, kommen wir natürlich nicht wirklich nach vorne. Der Abstand auf Giovinazzi ist über 4 Sekunden. Mal gucken, wie gesagt, 13 Runden noch. Okay, the weather's certainly eased off for the time being, but we've still got a lot of standing water out there. We're happy Scheiße. For you to stay out. Da ist er mir nämlich schön ausgebrochen. Upsi. So, also Wetter ein bisschen nachgelassen. Ich habe jetzt natürlich nicht mitmachen können, mithören können, wie es jetzt ausgeht oder wie es weitergeht. Ja, vielleicht fahren die alle auf Dings. Das kann man mit dem Setup ein bisschen zusammenhängen. Wie gesagt, ich fahre ja fast ein reines Trocken-Setup. Wo ich auf dem bisschen in den Flügel. So, dann kann man den nämlich runterstellen. Wenn das Trocken-Setup dann passt irgendwann oder greift. Ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann zügig an dem Räkeln vorbeigehe, weil davor ist dann Lance Stroll. Und wir wollen natürlich auch wenig Punkte auf Dings verlieren, auf den McLaren verlieren. Die, glaube ich, beinahe in den Punkten sein dürften. Ja, und der Alpha, der kommt weg, der Ferrari. Immer wieder auf der langen Geraden kann er mir rausziehen. Und das ist das Problem. Und das war halt... Das ist halt der Grund, warum ich nicht reinkomme in das Rennen. Beziehungsweise in den Zweikampf, warum ich hier nicht angreifen könnte. Wenn ich näher dran bin, dann kann ich ihn versuchen, auch in der wieder zu überraschen. Da habe ich es halt mit Giovinazzi gezeigt. So, 10 Minuten hat dann mal trockenes Wetter. Vielleicht reicht es noch mit ein bisschen Glück. 10 Minuten, das sind so 6-7 Runden. Dann wären wir Runde 12. Ja, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Und können es tatsächlich mit den Inters irgendwie durcharbeiten. Oh, das war's. Die gleiche Ecke. Die gleiche Ecke wie eben. Da ist wieder das Heck gekommen. Ah, scheiße, das war sehr ärgerlich gerade. Aber frag mich, warum das Auto da jedes Mal kommt. Der Körb? Im Heck? Ah, wir wollen das Rennen ja zu Ende fahren, ne? Wir wollen das Rennen ja irgendwie zu Ende fahren. So, jetzt bin ich ein bisschen drin im dran am Kimi.
Rückstand 7 Sekunden mittlerweile auf Vorsprung auf Giovinazzi, oder? Ich kann schneller, ich kann klar schneller. Das Problem ist, es ist einfach nicht möglich gerade. Die Gerade ist so kurz, um irgendwie reinzukommen in dieses Duell. So, 12 Ründchen noch, vielleicht. Na, immer wieder. Also er kann wegkommen und das ist wieder, ist das Gefährliche. Er kann immer wieder auf der langen Geraden seinen kleinen Vorteil nutzen und dann wegzukommen. So, ich hoffe, dass diesmal der Wagen auf der Strecke bleibt. Runden. Ja, ich sag ja, es passt nicht. Ich komme nicht ran. Die Strecke ist nicht gemacht für mega viele Überholmanöver. Das ist es halt. Ich dachte mir, okay, der macht mir die Lücke hinauf. Und wieder kann das kontern. Und wieder kann das da kontern. Und er lässt sich nicht wirklich überholen. Es wäre mit am Platz 6, den 6. Platz, den wir holen würden. Ich muss jetzt wieder auf ein bisschen noch mager stellen, um Benzin zu sparen. Zehn Runden noch. Die große Frage ist, was passiert, wenn ich an Reiko vorbei bin? Wie schnell wäre ich ans 12 dran? Aber erstmal vorbeikommen, ne? Das ist für mich auch das andere Problem. Nach hinten bin ich eigentlich ziemlich safe. Das sind 10,2 Sekunden, 10,2 Sekunden. Die Frage ist, gehen die irgendwann an die noch in die Box? Holen sie sich nochmal neue Reifen? Können wir vielleicht bei dem Wetter verhältnissen durchfahren? Ohne Stop. Das ist halt alles so ein bisschen, ne? Alles viel Konjunktiv hier auf dieser Straße, auf dieser Strecke heute. So, was macht Kimi? Bleibt. Keiner geht rein. Das sehe ich gerade im Überblick. Jeder bleibt dran. Halbzeit haben wir gleich. Noch kein Ausfall. So, ich muss natürlich jetzt ein bisschen in der Situation bleiben. Aber ich komme halt nicht rein. Immer wieder. Der kann sich auf der Langgeraden, kann er sich absitzen. Also es muss ein Überraschungsmanöver sein. Und das kriege ich gegen ihn momentan nicht hin, weil ich nicht nah genug dran rankomme. We're leading our teammate by 12.3 seconds. So, Big kriege ich momentan abgehängt. Ging ja nur, wenn wir safe verlieren. Also zumindest, ich weiß nicht, wie viel Ricciardo da ist. Wenn er natürlich nur 9 da ist, was ich aber nicht weiß, dann bleiben wir gerade so noch davor mit dem Pünktchen, weil wir haben 120, Renault hat 117. Ja, aber wie gesagt, auch ein Kimi, auch ein Lewis Hamilton. Und ich glaube, der ist dann 9. Sogar wenn wir Glück haben, können wir es gerade so retten. Aber wir verlieren natürlich auf McLaren Richtung Platz 4. Macht 6 Punkte, weil beide McLaren dick in den Punkten sind. Und wir halt momentan nur auf Platz 17 rumkrebsen. Und nicht wirklich weit nach vorne kommen. Aber das ist es halt. Das ist so wie früher in der Formel 1. Du fährst halt Ewigkeiten hinterher.
weil du keine Hilfen hast zu überholen. Du hast kein DRS, du kommst nicht in den Zweikampf. So, jetzt vielleicht mal. Jetzt komme ich euch mal ein bisschen rein. Nein! This pace is strong, but be aware, your tires need to go the distance. So, jetzt. Gleiche Situation wegen Giovinazzi. Diesmal lässt sich der Finn auch nicht kontern. Ne. Er kontert zumindest mal. Jetzt hat er, hab ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Ich sag ja mal mit dem Überraschungsmanöver. Das habe ich einfach jetzt gerade geschafft. Hab mir den Alpha gekrallt. Aber wie gesagt, der war ein hartes Stück Arbeit. Das hat jetzt Minimum 7, 8 Minuten gedauert, bis ich da irgendwann mal in diesen Zweikampf kam. Und jetzt heißt es erstmal, diese 2,9 Sekunden auf Lenz 12 zuzufahren. Und gucken, dass ich ein bisschen weg von Kimi komme. Aber wie gesagt, er hat auch keine Hilfen. Und jetzt heißt es erstmal, wir kommen. 6 Autos haben wir momentan überholt. 6 von 22 auf P16. Ist natürlich klar, Punkte gibt es keine dafür. Aber wichtig, jetzt mal in den 2 ranzukommen. So, 3,3 Sekunden jetzt ein bisschen weggezogen. Weil ich jetzt eher gerade ein bisschen nach hinten gucken muss. Na gut, die Frage ist, was machen sie? Ne? Ob sie draußen bleiben oder ob sie da mit dem Medium durchfahren? Ich kann ja... warte mal, ich kann mal gucken. Wir haben ja gleich Soft. Wir können gleich auf Soft gehen, wenn es möglich ist, wenn die Strecke trocken ist. %30. Ja, wenn das Wetter so bleibt, bleiben wir draußen. Na klar. Aber wenn die Strecke gleich trocken wird, und wir können jetzt wieder ein bisschen absitzen, jetzt auf Kimi Räikkönen, der kommt... Das kommt ein bisschen mit dem Windschatten. Klar, wenn der mal wieder weggezogen ist, liegt er so natürlich jetzt. So, jetzt versuche ich mich ein bisschen abzusetzen, erstmal wieder ein bisschen reinzukommen. Nächsten beiden, dieses Pärchen wären Strike Queer, die jetzt irgendwie hintereinander sind. Und dann bin ich, oh, oh, das darf natürlich nicht passieren, dieses Rausrutschen. Also Strike Queer sind die nächsten beiden, die jetzt ein bisschen in Schlagdistanz sind. Oder in Schlagdistanz kommen sollen. So rum ist es eigentlich richtig. Also, 7 Runden haben wir noch Zeit. Wie gesagt, dicke Punkte wird es nicht geben. Es sei denn, es passiert jetzt noch irgendwie, was hier in Fair gesehen ist. Die gehen alle nochmal rein in die Box, gehen alle nochmal ihre Reifen wechseln. Dann würden wir sogar ein Rennen anführen. Könnten wir sogar das Rennen anführen. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie der Abstand zu Bottas sein wird. Die werden wahrscheinlich alle schön aufeinander kleben. Wahrscheinlich zum Wechseln noch zu früh. Auf selbst auf Soft. Oder auf Hard, auf Medium, wie auch immer. Die haben ein bisschen mehr Grip, aber die Strecke ist, regnet ja noch. Und wir haben noch gute 7 Runden. Und wirklich reinkommen ich nicht. Also wäre. Es wäre tatsächlich jetzt die Möglichkeit, selbst wenn wir gewinnen. Selbst wenn die alle in die Box gehen würden, dass wir sogar nach vorne rutschen würden. Okay, gap ahead is 3.6 seconds. Sehe ich das gerade richtig, dass da ein Haas irgendwo auf der sehr, sehr weit vorne klebt? Weil da ist eine ganze Gruppe und da weiter vorne liegt der Haas. Aber wie gesagt, da wird es wahrscheinlich auf die Spitze sehr weit sein. Na, ah, der Boxenstopp wird irgendwie um die 20, vielleicht 25 Sekunden dauern, wenn es alles so passt. Also der Abstand zu Kimi ist größer geworden. Er ist jetzt auf 1,8 angewachsen. Und wir arbeiten jetzt ein bisschen ran an das Pärchen vor uns. Das ist wie gesagt Stroll mit der Racing Point. Auch der mit der Strafe wahrscheinlich dabei. Ja, ich sag ja, ich bin schneller als Kimi. Oder war schneller. Ich kam einfach noch nicht in Position. Und hab's dann einfach so gemacht, dass ich versucht habe zu überraschen. Er nochmal kontern konnte und in der nächsten Kurve hatte ich ihn dann. Und Giovinazzi war es dann am Ende doch ein bisschen einfacher. Den konnte ich nämlich einmal überraschen und dann war er raus aus dem Duell. Aber Kimi ist ein bisschen abgezockter als der Italiener. Definitiv. Ja, die Frage ist, passiert da heute noch irgendwas? Oder wird der 16. Platz das Maximum heute sein? Be careful, we
think you're going to start losing some tire grip around now. Gap to teammate behind is 19.4 seconds. Also 19,4 Sekunden auf Mick. Ja, ich denke, wird ihm viel passieren. Selbst wenn es jetzt anfängt zu trocknen, werden, glaube ich, ein paar riskieren, auf Winters durchfahren. Weil ich werde auf jeden Fall auf Winters durchfahren. Egal, wie das Wetter nachher wird, weil es regnet jetzt nicht mehr so stark. Aber die Strecke ist halt noch ein bisschen feucht. Bestzeit. Ja, sag ja, die Strecke wird schneller. Ich komme jetzt ein bisschen rein ins in den Zweikampf. I think we're still on the right tires for the time being. Ja, die Frage ist natürlich, wie viel schneller kann die Konkurrenz da vorne noch fahren, ne? Und die Frage ist, gehen sie gleich alle auch noch rein? Oder wer geht überhaupt noch rein? Wer traut sich jetzt noch mal Reifen aufzuziehen? Oder wird es auch nur mit den Hinters werden? Also klar, wenn jetzt ein paar in die Box gehen und sagen, jetzt wir ziehen jetzt noch mal einen nagelneuen Hinters auf, dann können wir noch mal was reißen. Aber wie gesagt, es geht nur rein über die Strategie. Traut sich irgendwer heute dieses Rennen noch mal draußen zu bleiben? Aber es geht keiner rein, so wie es aussieht. Ne, es bleiben alle draußen. Keiner geht rein. Schade, keiner tut es den kleinen Gefallen, um zu sagen, wir reißen. Ich habe ja schon mal ein Rennen gewonnen mit dem Sauber damals. 2017 war das nämlich mit dem Sauber. Habe ich in Malaysia ein Rennen gewonnen, genau unter diesen Bedingungen. Da bin ich nämlich voll draußen geblieben und konnte das Rennen gegen Kimi Räikkönen durchziehen. Und das war, glaube ich, mein ziemlich erster Sieg in meinem Let's Play. 2015 damals, wo ich dann angefangen habe mit dem Formel 1 Let's Play, habe ich vor 10 Jahren angefangen. So, das ist einer gerade ausgeschieden. Also wir sind auf jeden Fall ein bisschen weiter vorne, oder? Caution, caution. Boah! VSC deployed. Virtual Safety Car has been deployed. We need to keep a positive delta here. Slow down, maintain a positive delta. Sebastian Vettel raus. Also da hat es definitiv geknallt zwischen Vettel und Kvyat. Weil der Vettel extrem langsam geworden ist und der Kvyat mir fast noch ins Auto gedreht ist. Ja, ja, es gab eine Kollision, definitiv. Boah, war das knapp, Alter. Da hat es richtig gerade gescheppert. Also das ist... Jetzt natürlich mit der Kvyat noch 5 Sekunden. Der wird auf jeden Fall normal nicht zurückfallen. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Puh. Das war jetzt mal so... Green Flag. Das war jetzt nochmal definitiv ein kleiner Schreckenmoment. Damit habe ich mich nicht gerechnet, dass der Kvyat da so frei komplett über Dings schaut. Weil ich glaube, der wollte den Vettel ausweichen und hat das Auto dabei verloren. Und ich hatte schon fast gedacht, ja, es gibt ja Vettel mir noch eine... Kriege ich noch eine Strafe, weil ich den Vettel überhole. Also wie das geht natürlich keiner in die Box, klar. Es sind noch 3 Ründchen. Und wer jetzt in die Box geht, der hat das Rennen definitiv verloren. Er wird keine Punkte holen. Also 14, da 7 Autos dann auf jeden Fall. Kvyat geht rein. Der muss rein, der hat den Flügel nämlich kaputt. Der ist dann nämlich ziemlich böse eingeschlagen. Die Frage, was macht der Kvyat? Bleibt da draußen auf den Hinters. Ja, aber... It's not a perfect situation, but I don't think we have cause to move on to a different tire yet. So, Kvyat ist jetzt raus aus der Liste. Der wird wahrscheinlich auf Dings stehen bleiben müssen. Oder hat er wahrscheinlich stehen bleiben müssen. Diese 5 Sekunden. Aber dann gab es nämlich die Kollision zwischen Vettel und Kvyat. Noch. Ja. Boah, aber gut zu sehen, dass die KI auch mal Fehler macht. Dass das nicht immer nur wir damit zu tun haben. Diesmal waren wir nämlich komplett unschuldig. Klar, es gab eine kleine Kollision mit Giovinazzi am Anfang des Rennens. War aber meiner Meinung nach nicht tragisch. Ich musste sagen. Mussten ja aber ein bisschen überraschen. Ans Tor wird wahrscheinlich auch kein Vorbei oder kein Rankommen sein. So, ich gebe natürlich jetzt noch ein bisschen Stoff, damit ich vielleicht eine Chance habe, noch ein bisschen was zu reißen. Aber die Frage ist, wer geht nochmal rein? Wer macht das? 3 Runden vor Ende des Rennens ist die große Frage, wo landen wir dann mit diesem Ende? Also, momentan sind wir auf Platz 14. Wie gesagt, Punkte gäbe es dafür nicht. Weil anders als in den beiden Ligen, die ich fahre, in den Online-Ligen, gibt es hier nämlich nur die Punkte bis 10 und nicht bis 15. There's 3 laps of fuel remaining. So, ich muss da mal ein bisschen auf Mager stellen, um ein bisschen Sprit zu sparen. Der hat schon auf Kimi Räikkönen, es war über 11 Sekunden. Aber, ja, das wird nicht passieren. Ich glaube, das wird... Ja, wenn ich Glück habe, gibt es mal noch DRS, aber das bringt mir dann wahrscheinlich in der letzten Runde erst was.
Die werden nämlich sich ebenfalls erfordern nach der Sollen. Das könnte noch mal ein kleines Chaos geben, oder? Ja, noch gebe ich noch die Chance auf Punkte nicht auf. Dazu muss ich aber relativ fix von dem Auto da vor mir vorbei. Also muss sagen, ich war mit einer wieder meiner besseren Rennen. Klar, leider keine Punkte, aber das war auch der Startplatz und halt dieses ewig und drei Tage hinterherfahren hinter Kimi Räikkönen. Wenn du halt keine Möglichkeit hast, da irgendwo weit zu gehen, weil der nächste davor ist dann nämlich zum Beispiel schon mal Lewis Hamilton, der nur auf 12 liegt und davor ist es dann. Gut, da geht's mit Bottas jetzt nochmal schnell zur Runde. Our gap to the car in front is 1.9 seconds. Und Vettel ist jetzt unser großer Rivale gewesen. Den haben wir aber schon quasi mit dem Qualifying gebügelt. Weil wir virtuell die Pole eigentlich geholt haben in diesem Rennen. Nur halt durch diese Gridstrafe, diese Mega-Gridstrafe, durften wir so halt nicht antreten. Sonst hätten wir wahrscheinlich sogar die Pole. Sonst hätten wir das Rennen sogar gleich sogar gewinnen können mit dem Tempo, was wir drauf hatten. So, der vorletzte Runden. Ja, es wird maximal Platz 14. Also ich denke mal, da würde. Also wir jetzt noch, wenn die jetzt alle noch in die letzte Runde rein müssen oder reingehen. Okay, battery's looking good. You can use overtake to get past. Dann verlieren sie alle nochmal ihr Rennen. Aber wie gesagt, es kann ja alles noch passieren. Mal gucken, was dieses Rennen hier noch so bringt. Ich glaube, Driver of the Day, das dürfte machbar sein. Wie gesagt, wir haben jetzt 8 Autos überholen können. Wobei ich wahrscheinlich auf normalen Kurs mit dem Pace, mit der Pace wäre wahrscheinlich ein bisschen was mehr mit drin gewesen. Wir werden jetzt Glück, dass der Kwiat und Vettel noch abgeflogen sind. Sonst deswegen waren es halt quasi zwei Positionen, die uns mehr gebracht haben. Jetzt können wir nämlich dran, hängen wir nämlich dran an den Lance Stroll. Und jetzt geht das DRS auf. Na, gibt doch nochmal Möglichkeiten. Trotz des Magergemischs sind wir möglichst immer in der Lage, nochmal ranzuhüpfen. So, Bottas jetzt nochmal. Packt in der letzten Runde auch nochmal drauf. Das Rennen werden wir nicht gewinnen. Da wird jetzt nicht mehr, wird das nicht mehr viel passieren. Aber was ist noch möglich? Gibt es doch nochmal eine Chance, ein bisschen was zu mitzunehmen? Vielleicht noch ein Trostpünktchen oder so. Überholen können wir ja. Jetzt haben wir nämlich auch das DRS, aber wie gesagt, da wird jetzt alles quasi flach stellen nach vorne. This is your final lap of the race. Klar, jetzt natürlich nicht irgendwie reinstechen oder sowas. Noch irgendwas riskieren, vor allem nicht gegen Lance Stroll, der ist nämlich auch so. Für immer noch so ein Klops gut. Na, reicht das, um der mal noch was zu reißen? Nee, das ist mir dann zu eng. Das wird dann nichts nochmal. So, versuche mal ein bisschen was zu versuchen. Versuche mal ein, zwei Plätze. So, und dann den Stroll nochmal in der Schikane kassiert. 13. Jetzt eventuell Lewis Hamilton sogar. Nur leider gibt es keine Pünktchen für solche Situationen. Valtteri Bottas gewinnt den größten Preis von Ungarn hier. Der da nochmal, wie gesagt, ein ordentliches Highlight hatte. Aber wie gesagt, was wird bei uns raus? Aber wie gesagt, Punkte wird es nicht geben. Schade eigentlich, aber wie gesagt, 3-4 Plätze weiter vorne und nicht ewig. Das ist ewige Aufhalten von Kimi Räikkönen. So, die letzten zwei Kurven. Vorne ist Ricciardo, der keine Punkte mehr mitnimmt. Das ist gut, weil Ocon ist auch noch hinter uns. Da kann man nicht mitziehen. Und dann ist es am Ende nur Platz 13. Leider keine Punkte in Ungarn. Aber Driver of the Day dürfte eigentlich möglich sein mit 9 Plätzen. Und zumindest das nur mitgenommen. Das Konstrukteursteam wird sich freuen. Das war ein tolles Rennen und eine anständige Teamleistung, die hier in Ungarn zum Sieg geführt hat. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat?
Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Ja, Bottas kann doch diese Position oder seine Führung in der WM noch mal ordentlich ausbauen. Ja, diese 25 oder 26 Punkte, ich weiß nicht, wie sie am Ende final geworden sind. Ich weiß nicht, ob uns noch mal die letzte Runde vergönnt wurde, weil wir waren direkt sozusagen noch mal schneller. Man konnte Gott sei Dank das 12 noch kassieren, aber 9 Plätze haben wir halt gut gemacht. Aber es ist halt nur von 22 auf 13. Punkte gibt es nicht. Obwohl das Rennen Bock gemacht hat, definitiv. Und ich glaube, wenn es 100% oder 50% gewesen wäre, wir wahrscheinlich sogar noch mal die 3 kassiert davor. Ne? Ja, wir sind halt 8 Runden oder 7, 8 Runden hinter Craig hinterher gefahren, um in eine wirkliche Position zu kommen, was ich noch immer mal kassieren konnte. Und das hat halt sehr, sehr viel Platzierung gekostet und sehr viel Möglichkeit gekostet. Das wäre vielleicht noch ein Bass drin gewesen. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Ich, Römer? Ich, für ich. Mich ist das heute Richards. Er hat einfach nicht aufgegeben und wirklich eine fantastische Leistung abgeliefert. Es war wirklich eine Freude, ihm zuzusehen. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Ferrari sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Ja, fällt mir, wenn man die Saison nicht 139 Punkte, das muss man das mal aufholen. Der Bottas hat immer 100 Punkte Vorsprung. Der hat natürlich heute den Mega-Step gemacht Richtung WM-Titel. Für uns geht halt Maximum noch Platz 4 in der Konstrukteurs-WM. Das wäre natürlich super, wenn wir das irgendwie noch erreichen würden. Dazu müssen wir natürlich Ferrari packen. Und Leclerc hat es natürlich heute vorgemacht. Der ist Dritter geworden. Und dann... Und Vettel ist halt ausgeschieden. Ja, und wir sind halt ohne Punkte geblieben. Genauso wie McLaren, die dicke Punkte gemacht haben mit den Plätzen 4 und 6. Das sind halt auch wieder 20 WM-Pünktchen, die sie mit nach Hause genommen haben. Also, weil wir Bottas übrigens mit der schnellsten Runde dabei. Wir hatten nämlich 31,5. War sogar der zweitschnellste auf der Strecke. Er war sogar noch mal ein Tick schneller als Max Verstappen. Ja, aber wie gesagt, wir haben sehr lange hinter Kimi Räikkönen festgehangen und somit war Punkte fast nicht möglich. Wir hätten es immer versucht. Ich hatte gehofft, so ein bisschen, dass vielleicht alle nochmal in die Box gehen, ein paar Leute in die Box gehen, dass wir noch ein bisschen vorgespult werden. Aber mir ist es einfach schlichtweg nicht möglich. Und so ähnlich ging es nämlich letzte Saison in Großbritannien, ist Mick Fünfter geworden, weil sie dann nämlich alle nochmal rein mussten. Und er halt durchgefahren ist und deswegen Fünfter geworden ist. Also, zweite Null. Auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Zweite Null nur mal leider in Folge. Sagen, wer ist zurzeit Ihr größter Rivale? Puh. Das ist jetzt schwierig. Charles Leclerc, ich muss hier. Ne, kein Kommentar. Ich scheiß auf Rivalen gerade. Glauben Sie, dass diese Gridstrafe berechtigt war? Vollkommen richtig. Ich habe die Teile gewechselt. Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. So. Wir haben sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? So. Danke für den Kommentar. Jo, dann haben wir's. Dann sind wir nämlich auch für durch für dieses Wochenende hier in Ungarn, im Regen von Ungarn. Ja, es hat leider nicht ganz so funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber ja, Platz 13 ist halt auch ein gutes Ergebnis. So, dann ist Feierabend für heute und wir sehen uns morgen, nächste Woche wieder.